Tatsächlich habe ich das mit der Raumfahrt jetzt nicht so vordergründig als mein Thema gehabt. Das ist generell so mein, ja, vielleicht meine Stärke oder was mich so ausmacht, dass ich mich für ganz viele verschiedene Sachen interessiere und dann versuche, die irgendwie zusammenzubringen und so modular sozusagen Sachen parallel oder dann eben nacheinander aufeinander aufbauen zu machen. Mein Name ist Annika Mehlis und ich bin zurzeit Promotionsstudentin und Analogastronautin und außerdem selbstständig als Beraterin und Keynote-Speakerin. Wissenschaft, wenn sie gut gemacht ist, ist ja immer, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt immer nur eine Annäherung und es gibt in der Fachwelt einfach einen Diskurs über Meinungen und es ist immer ein Puzzleteilchen, was dazukommt und was aufeinander aufbaut. Und alles hängt irgendwie zusammen. Und mir gefällt eben so dieses kritisch hinterfragen, diskutieren und zusammen an Problemen arbeiten. Ich wusste noch nie, was ich werden will, wenn ich groß bin, und habe dann halt erstmal irgendwas studiert und habe eben Biologie genommen, weil mir das in der Schule gefallen hat und ich generell Natur, Pflanzen, Tiere mich interessiert haben. Die DNA von den Zellen zu verändern und da so wirklich zu erkennen, wie Leben funktioniert und was das im Innersten so zusammenhält, das fand ich total spannend. Aber ich habe Paläontologie als Nebenfach gemacht mit Ausgrabungen, Primatologie und Anthropologie. Ich habe Anatomie gemacht, so ein Sezierkurs mit den Medizinern. Also ich habe eigentlich alles mitgenommen, was man machen konnte, weil mich einfach immer alles interessiert hat. Ich habe da einfach Zeitung gelesen und da stand so ganz klein am Rand in der Spalte, dass das ÖWF neue Analogastronauten sucht. Und habe gedacht, okay, mehr als, also es klappt eh nicht, aber man kann sich ja mal bewerben, man bereut es sonst, wenn man es nicht gemacht hat. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen und da war das eigentlich schon wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass das passt, weil so dieses, also ich sag mal so, wo ich gemocht werde, obwohl ich bin, wie ich bin, werde ich dort halt gebraucht und gemocht, weil ich bin, wie ich bin. Analogastronauten sind einfach Leute, die auf der Erde in Analogie zu Missionen, meinetwegen jetzt auf anderen Himmelskörpern, auf dem Mond oder auf dem Mars, Missionen durchführen oder einfach Experimente durchführen, um das vorzubereiten und um Sachen durchzutesten. Speziell trainieren wir jetzt eben Ausdauer, so Herz-Kreislauf und Kraft, weil die Raumanzugssimulatoren, mit denen wir arbeiten, wiegen so an die 50 Kilo und die Hauptlast ist also auf dem Rücken und damit dann eben 5-6 Stunden Einsatz mit Proben nehmen und körperlich aktiv sein in der Wüste ist dann schon extrem anstrengend. Im Training hat es bis zu 5 Stunden gedauert, den Anzug anzuziehen, weil man wirklich dann jede Steckverbindung, jeden Sensor testen und probieren und machen muss einzeln. Aber wenn man geübt ist, so 1,5-2 Stunden ist schon, glaube ich, Minimum, was man braucht. Es ist natürlich so, dass man mit den Handschuhen, das sind 3 Schichten an Handschuhen und wir haben ein Exoskelett, also wir haben ja keinen echten Druck in den Anzügen, weil wir mit Umgebungsluft arbeiten, sonst wäre der noch schwerer, das wäre nicht zu handeln. Aber wir haben dieses Exoskelett, was unsere Bewegungen einschränkt, sodass es den Druck simuliert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand bewegen will, dann muss ich gegen diesen Druck von dem Exoskelett arbeiten. Und durch dieses Exoskelett und diese 3 Handschuhschichten ist es eben sehr schwierig, feinmotorisch Sachen zu machen. Und das heißt, man braucht halt sehr robuste Technik, die auch bedienbar ist mit diesen Handschuhen, beziehungsweise wo man halt auch teilweise ohne Berührung sich helfen kann. Ne? Und ob das jetzt eine Uhr ist, wo man halt ein großes Display hat oder wo man was leicht drehen kann und sich auch vielleicht Zeitabstände einstellen kann, wo man weiß, okay, in 10 Minuten ist mein nächster Schritt oder sowas. Oder eben auch das über das Display, dass ich teilweise auch mit Eye-Tracking dann sozusagen Sachen wählen kann. Und also da wird halt auch viel entwickelt, um zu testen, was sind jetzt die besten Abläufe und was funktioniert für die Astronauten. Weil wenn ich es nicht mal gemacht habe im Feld, stellt sich das alles irgendwie kreativ dar. Aber ob es dann so funktioniert, weiß man halt nicht vorher. Als ich das erste Mal den Anzug anhatte im Training und es wirklich der Helm dann zuging, da ist mir das so richtig bewusst geworden, wie sehr man dann eben von der Technik abhängig ist
und auch von dem anderen Team. Also alleine hat man da keine Chance. Und wenn man sich dann noch reinversetzt, wie das wirklich auf dem Mars wäre, also der Mensch ist in dem Moment in der feindlichen Umgebung, sag ich mal, so abhängig von der Technik, dass da wirklich jedes Schräubchen, jede Verbindung, dass das alles funktioniert. Und auch, dass man geschult genug ist und auch das Team hinter einem steht, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, man halt reagieren kann und es findet und reparieren kann. Bei der Mission, sowohl bei uns in der Simulation als auch dann bei einer Mission zum Mars, ist Zeit halt ganz, ganz wichtig, so im Klein-Klein. Also es muss jeder einzelne Ablauf, jeder Funkspruch, jeder Tagesplan, alles muss super abgestimmt sein und ins Detail passen, damit es eine Chance hat, alles zu funktionieren. Dann ist natürlich ein ganz großer Punkt diese Zeitverzögerung, weil der Mars so weit weg ist, wird es ja mindestens 10 Minuten länger bis 40 Minuten Zeitverzögerung geben zwischen Absenden einer Frage, bis die Antwort wieder zurück ist. Das simulieren wir auch mit 20 Minuten Zeitverzug zwischen der Basis in Israel und dem Mission Support Center in Innsbruck. Die Experimente, die wir jetzt machen, sind definitiv relevant, weil die Forschungsgruppen, die durchführen, ja hinterher dann im Peer-Review-Verfahren ihre Ergebnisse veröffentlichen und die nächsten wiederum darauf aufbauen können. Diese Fragen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, dass sich Leben auf dem Mars separat entwickelt hat, dann die Chance, dass wenn das auf zwei Planeten passiert, dass das dann nochmal woanders passiert, ist natürlich dann sehr hoch. Und ist einfach, das sind so die grundlegenden Fragen. Wo kommen wir her? Wie ist das alles passiert? Und wie sind die Chancen, dass wir alleine sind oder eben nicht? Das ist schon sehr spannend. Und wenn man das beantworten könnte, das wäre natürlich schon mega, wenn das in unserer Lifetime sozusagen passiert, ne?